Hallo, ich bin Kai, willkommen auf meinem Kanal und willkommen zum dritten Teil meiner Rennsteigwanderung. Die Etappe ist etwa 18 Kilometer lang gewesen und führte mich von der Ebertwiese bis nach Oberhof. Ja, wie es so war, folgt. So, dritter Tag. Heute eine etwas kürzere Strecke. Darüber bin ich auch wirklich, wirklich froh, weil ich körperlich ziemlich im Arsch bin. Ich denke, dass ich die letzten Tage zu schnell gelaufen bin. Aber vielleicht muss der Körper sich auch einfach erstmal dran gewöhnen. Ich bin schließlich Buchhalter und sitze den ganzen Tag am Schreibtisch. Ja. Also, auf geht's. So, dritter Tag. Ich habe jetzt die ersten 2 Kilometer wieder rum. Bin, glaube ich, wieder ganz gut im Schritt. Schritt fühlt sich auch gut an. Ja, und bin offensichtlich noch alleine. Sehr schön ruhig hier. Gerade ein geschotterter Weg. Fühlt sich gerade wieder gut an. Wetter ist unfassbar. Sonne scheint, schöner blauer Himmel. Die Sonne scheint immer schön zwischen den Bäumen durch. Die Vögel zwitschern. Echt schön hier. Und da haben wir schon wieder einen Aussichtsturm. Also Aussicht ist ganz nett hier. Immer noch in Rumänien. Ich bin gerade an der Berghütte vorbeigekommen. Da saß ein anderer Wandersmann drin. Und ich hätte schwören können, das war Rübezahl. Aber wir sind hier nicht im Riesengebirge. Ich glaube, er war es dann doch nicht. Der Himmel ist so blau. Ist das ein Wetter? Ist so unfassbar. Geht sie gerade so richtig schön durch so ein Tannenwäldchen. Richtig, richtig still hier. Ganz wenig Vögel. Unfassbar viele Pilze. Aber der Stadtmensch lässt sie lieber stehen. Weiter geht's. Ja, da geht's zu einer ganz besonderen Aussicht. Und dann melde ich mich gleich nochmal wieder. Aber jetzt muss ich erstmal da kurz hochklettern. Bis gleich. Das da unten ist ein Radfahrer, der jetzt hier gleich den Weg lang schießen wird. Jetzt gleich schön bergab. Der wird gleich richtig Spaß haben.
So, hier gibt es jetzt noch einen Aussichtspunkt, einen halben Kilometer vom Weg ab. Ich denke, den werde ich mir mal anschauen, weil heute soll ja ein kurzer Tag sein. Momentan läuft es auch ganz gut. Bin auch fast am Ziel, also was soll's. So, Aussichtspunkt erreicht. Und sieht ganz cool aus hier. Sehr abgeschieden. Man hat fast das Gefühl von Wildnis. Blöder Spruch, ich weiß. Aber es ist ganz schick hier. So, in Oberhof angekommen. Es sind einige Sportler hier schon an mir vorbeigeschossen. Die kommen hier angejoggt in einem Affentempo. Da musst du echt gucken, dass du nicht über den Haufen gerannt wirst. Wirklich richtig fix, die Jungs. Respekt, Respekt. So, bei strahlend blauem Himmel erreiche ich Oberhof und bin jetzt hier gerade am Biathlon-Schießstand. Ich habe auch schon einen Biathleten gesehen, der mit Sommerski herumgefahren ist. Ich hätte die Skier ja getragen, aber er wollte lieber fahren. Also in Oberhof. Jetzt laufe ich gerade die Bobbahn runter. Und hier wird überall gebaut. Hier hat jemand richtig Geld in der Hand genommen. Er hat eine richtig neue gemacht. Aber wenn ich mir überlege, dass der Weg, den ich jetzt hier gerade runterlaufe, dass ich den morgen früh wieder hochlaufen muss, da ist mir jetzt schon ganz warm. Aber rummeckern hat noch nie viel geholfen. Und deswegen geht's einfach weiter. So, die dritte Etappe geschafft. Wie mir gestern gesagt wurde, eine eher entspannte Etappe. Ja, hat mir der Wirt heute nochmal bestätigt, dass es heute wohl die Etappe war mit dem wenigsten Anstieg und Abstieg, also mit dem wenigsten Auf und Ab. Er hat mich beglückwünscht dazu, dass es morgen nicht mehr so sein wird. Morgen soll wohl richtig gut sein. Ich habe mir vorgenommen, morgen 27 Kilometer zu laufen. Also muss ich, meine Etappe ist so lang. Dazu kommen wahrscheinlich noch etwa 3 Kilometer, die ich jetzt wieder hochlaufen muss zum Rennsteig. Morgen 8.30 Uhr ist hier wahrscheinlich loslaufen. Denke, dass ich morgen so um die 8 Stunden laufen werde. Ich werde mir morgen viel Wasser einpacken. Dadurch, dass ich heute ein bisschen was kochen werde, wird mein Rucksack essenstechnisch etwas leerer sein, aber ich denke, dadurch, dass ich viel Wasser reinmachen werde, wird es trotzdem ordentlich wiegen. Aber ich denke, ich werde das Wasser morgen brauchen, weil es wahrscheinlich wieder so warm wird. Von daher, naja. Ansonsten weiß ich schon, dass es morgen keine Verpflegung geben wird. Das heißt, ich werde morgen wieder kochen. Bis morgen Abend wird der Rucksack wieder ein Stück leerer. Und das beruhigt mich auch sehr, weil ich wollte den Kocher ja auch nicht umsonst mitgenommen haben. Und ich freue mich auch schon aufs Kochen. Ich habe heute einen schönen Pilz gefunden, einen Steinpilz. Wie ein Freund von mir aus dem Fotoclub, Christian, den ich hier gerne grüßen möchte, zu mir gesagt hat, wow, ein Steinpilz, der König unter den essbaren Pilzen. Ich wünsche dir ein fürstliches Mahl. Glückwunsch zum Fund. Ja, hat er gesagt. Hat mich sehr gefreut, weil ich selber ja keine Ahnung von Pilzen habe. Mein Vater hat mir den Rat gegeben, mal kurz ein bisschen was abzubeißen. Wenn er nicht bitter ist, dann wäre er essbar. Habe ich auch gemacht, war auch so. Also ich gehe davon aus, dass das ein Steinpilz ist. Und ansonsten, falls ich mich nicht wieder melde, ja, irgendwo auf dem Rennsteig liege ich dann wohl rum. Ja, nein, also
Ich denke, ich werde jetzt hier ganz entspannt den Tag ausklingen lassen und freue mich schon auf den morgigen. Bis dann. So, also nach der Kochaktion muss ich mein Tagesfazit natürlich noch ergänzen. Und ich muss sagen, den Kocher mitzunehmen war cool. Gerade weil ich ihn morgen auch brauchen werde. Also ich wusste, dass ich ihn zweimal brauchen werde. Aber wenn ich mir das ganze Gerödel und das ganze Gewicht angucke, weiß ich nicht, ob ich die Tour so nochmal planen würde oder ob ich nicht einfach dafür sorgen würde, dass ich irgendwie Verpflegung unterwegs habe. Weil als ich das jetzt runtergesammelt habe oder zusammengesammelt habe und mit runtergenommen habe, habe ich dann doch festgestellt, dass es doch einen wesentlichen Aspekt oder einen wesentlichen Anteil an meinem Gesamtgewicht vom Rucksack ausmacht. Und auch wenn ich da vier Wasserflaschen ja sonst mit drin habe, ich denke, das würde sich sehr bemerkbar machen, wenn ich es nicht bei hätte. Aber so ein bisschen Spaß macht es ja auch. Und naja, was soll's. Muss halt. Ja, ansonsten werde ich mich jetzt ins Bett hauen. Morgen um 8 Uhr gibt es Frühstück. Ich denke, dass ich so 8:30 Uhr dann losmachen werde. Und dann werde ich zusehen, dass ich Land gewinne. Und ja, schauen wir mal, wie der Tag morgen wird.